So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Borderlands The Pre-Sequel. Bevor wir anfangen, eine kurze kleine Erklärung und zwar folgendes. Ich habe Push gemacht. Normalerweise wäre das jetzt der Part 4 fürs Video. Ja, das ist jetzt der Part 4. Den mache ich auch Part 3, weil Part 3 ist zum Teufel gegangen. Und zwar ist folgendes Blödes passiert. Es hat wieder mal irgendwas nicht funktioniert. Irgendeine Quest hat wieder mal nicht funktioniert. Ich musste nachschauen im Internet, wie die funktionieren soll, die Quest. Und damit die sich im Stream nicht langweilen, habe ich quasi auf Desktop umgeschalten, also von Borderland auf Desktop. Und dummerweise ist das eins der wenigen Spiele, die nicht angezeigt werden auf dem Desktop. Also wenn ich hier Desktop anwähle, hier den Desktop 1 anwähle, hier in Slops, in Streamlabs Ops, dann wird das Spiel blöderweise nicht angezeigt. Also schwarzer Bildschirm. So, und ich habe die Lösung gefunden im Internet, beziehungsweise ich habe mir angeguckt, wie die es gemacht haben, und die haben es auch nicht anders gemacht, wie ich es gemacht hatte. Und habe das also noch ein paar Mal wiederholt und dann im Spiel, okay, und habe vergessen, von ESI die Quatsch, von Desktop wieder auf Borderlands umzustellen. Und blöderweise die ganze Zeit schwarzer Bildschirm. Ich habe es nachher erst gemerkt, wo einer im Stream geschrieben hat, ey, wir haben immer noch schwarzen Bildschirm. Wichtige Info, ich sehe nur Schwarzbild, schreibt er hier. Und ja, das war bestimmt eine Stunde lang, das Schwarzbild zu sehen. Und ich wundere mich, warum keiner mehr Stream sehen will. Schwarzbildsende. Ja. Und es ist allerdings auch nicht viel passiert. Diese blödsinnige Mission, wo ich eine Dreiviertelstunde dran rumgehangen habe und einfach nicht dahinter gekommen, was die von mir wollten. Oder? So, nachdem ich dahinter gekommen bin, hat es irgendwie nicht funktioniert. Und zwar musste ich da irgendwie an so einen Tresor ran. Und die Schnecke hatte mir doch vorher am Anfang mal, ziemlich am Anfang mal irgendwie ein Schild gegeben. Das habt ihr ja noch im Video gesehen. So. Und das war ein Nova-Schild mit Explosionen. Und der Tresor, da war so Laser-Dinger hier, den, war da abgesichert. So, weißt du? So, dahinter war quasi die Kiste, an die ich ran musste. So, und rundherum waren irgendwelche elektronischen Geräte. Und die musste man letztendlich damit außer Kraft setzen, dass man sich von dem Laserschild braten lässt. Quatsch, von diesen Lasern da braten lässt, dass bis das Schild quasi diese Nova da auslöst und damit diese elektronischen Geräte außer Kraft setzt. Und dann ist das Ding auf einmal offen. Und das musste mindestens fünfmal machen. Komischerweise, also beim ersten Mal klappt es nicht, das musste ich mindestens fünfmal machen und dann hat es erst funktioniert. Okay. Und mehr war das eigentlich nicht. Und das hatte ich die ganze Zeit schon probiert. Und wie gesagt, bestimmt 3 oder 4 Mal probiert und es hat nicht geklappt. Und da habe ich im Internet nachgeguckt und der hat es aber genauso gemacht. Da hat sich also auch von diesem Laser da braten lassen, bis das Nova-Schild da auslöst. Und wo ich es nachher nochmal probiert habe, hat es auf einmal funktioniert. War das Ding auf einmal nachher offen. So. Und dann bin ich in dieses Kaff, wo wir jetzt gerade sind, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ach nee, wie hieß das? Nach. Geht mal hierher, steht doch nicht. Ach, scheiße. Nee, wie hieß denn dieses komische Kaff? Wo wir auf jeden Fall hin sollten. Ach, warte mal, vielleicht steht es ja hier. Nee. Ach, nach Concordia. Nach Concordia bin ich in dieses Kaff. Und dort musste ich nichts weiter machen, wie hier irgendwelche Dinger da auf irgendwelchen Dächern rumspringen und da irgendwelche Echo-Geräte aufhängen, bis das dann
bis sie mir dann gesagt haben, ja, der Störsender, den wir ja eigentlich jetzt hier suchen, der ist nicht in Concordia, der ist halt woanders. Und zwar eine neue Richtung erreichen sie nicht und entstöre sie. Und zwar sollen wir nach Crisis Scar. Ich habe es gerade auf der Map gesehen. Das ist gar nicht hier, da ist der Ausgang dort. Okay. Also machen wir uns mal auf die Hufe. Gucken mal nach. So, was ich noch gemacht habe, wie immer, was ich jetzt bei Borderlands 2 ja auch gemacht habe, ich habe meine Waffen in Level angepasst. Okay, weil mir sowas auf den Sack geht. Scheint auch nicht allzu viel passieren. Denn die ist immer noch 17, also 17 Schaden, da ist jetzt nicht viel passiert, das ist nicht viel, wie es aussieht. So. Hier vielleicht, ne, auch nicht allzu viel passiert. Ne, das habe ich ja neu hier alles. Ach so, Granatenmod konnte ich in der Zwischenzeit kaufen in diesem Concordia, was irgendwie in dem Anfängerdorf da, wo wir ganz am Anfang waren, nicht funktioniert hat. Ein Klassenmod habe ich mittlerweile gekriegt oder gefunden. Ich glaube gekriegt. Ja. Mal hier den links anwählen. So, ach, und Mondsteine habe ich ausgegeben, die ich gefunden habe hier haufenweise für hier Zeug. Auch so wie ich das bisher mitgekriegt habe, lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Aha. So, wie gesagt, es ist also nicht ewig viel passiert. So normales. Das soll ich nicht runterspringen. Ich glaube, hier geht es lang. Hä? Nicht ewig viel passiert. Und durch diese Anpassung, ihr seht, also mein OS2 ist immer noch bei 155, mein Schild immer noch bei 208. Also da ist auch nicht viel passiert. Ach genau, hierher war ich gelaufen und hab mir ein Auto geholt. Ich bin Janie Springs und ich empfehle Moonzoomies für alle Lebenslagen. Was empfiehlst du? Moonzoomies, aha. So wie ich gesehen habe, gibt es hier scheinbar, also in dem Video, was ich angeguckt hat wegen dieser einen blöden Mission hier, wie hieß die, Nova, irgendwas mit Nova, könnt ihr euch selbst mal gucken, Borderlands Pre-Sequel Nova, soll mal eingeben und da kommen diese Missionen schon, weißt du, Nova oder irgendwie blöder Name, ist da einer rumgefahren, aber da hat er kein Auto gehabt, da hat er irgendwas gehabt mit. Moment mal, ich hatte doch hier was anderes eingestellt. So, nee, ich habe doch hier auf das umgestellt gehabt. Ja, dann war ich hierher gefahren und habe hier die Dinge ausprobiert und dann habe ich Armbrot gemacht und gepennt. Ja, wie gesagt, also im Level 3 ist, in Part 3 ist jetzt nicht unbedingt so viel passiert, was jetzt unbedingt wichtig gewesen wäre. Wir sind also im Prinzip ja immer noch ganz am Anfang. Was ist denn das hier? Oh, was ist das hier? Hey.
der eine mal die Kackbratze hier was gegen mich haben. Jetzt ist er geplatzt. Was hat das zu sagen hier? Nein, ich will das hier haben. Ah. Gibt's irgendwas? Was gibt's denn hier? Kohle. Kohle, okay. Da gibt es ein bisschen Kohle für die Kohle. Ja, ich gucke jetzt gerade mal ein bisschen um auf der Mondoberfläche hier. Aha. Geht's nicht weiter. Hey, was seid ihr für flotte Männer? Was waren das für, was ist das für flotte Blödviechter hier? Das ist noch einmal irgendwo. Ups, ich hab den überhaupt nicht getan. Muni, ne, müsste ich schon voll eigentlich, Muni. Na, guck mal hier an den Kasten ran. Ja, das sind also sozusagen hier, was waren das, der Rax? Ne, hier sind die Viecher. Ich hör schon wieder das Flattern hier. Hier. Irgendwelche Eier. Killen wir es, bevor es schlüpft. Ich würde sagen, bevor es dann anfängt, Eier zu legen, aber die Eier liegen ja schon. Oh. Oh, was ist das? Da gekillt. Oh, da war irgendwas stinkig. Weil ich die Eier gekillt habe. Das war mit den seinen Eiern, wie es aussieht. Oh. Noch einer. Oh, scheiße, das Auto ist fast am Arsch. Das noch einer. Ey, du Sackgesicht. Warum schießt mich das Stück Scheiße? Oh ja. Das schießt immer noch. Oh, was ist das? Hey, du blödes Vieh, du blödes. Tja, was muss es lernen? Ich soll mich einfach beschießen, ich hab doch nicht gesagt, du blödes Vieh. Wo schieße ich denn hier? Ja. Was ist das, du Mistvieh? Irgendwann wirst du schon in die Knie gehen. Scheiße, nochmal. Leute, wo kommen die ganzen Viecher da her? Und wo schießen sie auf mich?
Schießt ja alles auf mich. Hey, ich hab mich noch gar nicht getan. Ich tu denen gar nicht, denn die schießen auf mich, die Kackbratzen. Kohle hier, gell? Oh, und Mondsteine. Ach, die Mondsteine musst du in Hand auflesen, alles klar. Na, komm, da steig doch mal aus, Karl, du. Da gibt's Mondsteine. Ja, davon scheint es ja genug zu gehen hier. Ich höre schon wieder, dass er irgendwas schießt. So. Ich muss erst mal rauskriegen, was hier alles Freund oder Feind ist. Oh, schon muss hier wird alles Feind sein. Freund haben sie es hier nicht so richtig, wie es aussieht. Ach, warte mal. Komm, Bratze. Oh, kommen sie aus ihren Löchern rausgekrabbelt, ich hab sie fast gerade gesehen. Was ist denn das hier? Sag es nicht, was haben wir hier? Oh, Mondstein. Das reicht, was haben wir hier? Oh, Scheiße. Granatenmod. Mann, macht er das Ding mal hier langsam auf. Das nervt ja die Sau hier.
Will ich hier rauf? Will ich überhaupt hier rauf? Nee, will ich doch gar nicht. Was hat er gerade auf mich geschossen? Zeig's ihn! Sicht ist ausgezeichnet! Wolf. Sehend. Kann man wohl nicht wieder zurückholen. Ach, hier wird angezeigt, wie lange es geht. Okay. Muss ich mich auch dran gewöhnen, hier an Wölfen sehend. Was ist denn hier, ist noch ein Mondstein? Ja, komm her damit. Hier haben wir irgendeine Shotgun zum Verkaufen. So, wo soll ich überhaupt hin? Ich schätze mal hier über die Brücke, hä? Ach so, was habe ich hier gerade gefunden? Moment mal. Ich habe doch hier gerade wieder irgendwas gefunden gehabt. Was war denn das hier? Ein Oskit. 100. Gut zum Verkaufen. Das Granatenmod. 188. Meins hat 213. Lobbit Granate. Verschlägt, verursacht bei Duell-Gegner. Ja. Aha, vielleicht kann ich die auch noch mitnehmen hier. Wo war das hier? Wo war die jetzt? Habe ich die gerade schon aufgenommen? Ja, ich glaube, ich habe schon schon aufgenommen. Sonst war nichts dabei hier. Doch hier war noch eine Shotgun, 26 mal 13, 3 Schuss. Bläh. Du bist ja nur am Nachladen. Ach, ich habe gerade festgestellt im Übrigen, dass die mit den 17 Schaden jetzt nicht unbedingt besonders erfolgreich ist. Das war, ach, das war die, ja, alles klar, die Elektrowaffe hier. Explodiert beim Nachladen, also das kann ich ja gerade leiden. Und hat bloß 12 Schaden. 19, was war hier mit der? Die hat 37. Die hat 34. Aber 55 Schuss. Feuerrate 3,2. Und die ist ja noch beschissen von der Feuerrate her. Was war denn mit der hier? Ach, das war auch so eine Laserwaffe. Das war ja auch so eine Laserwaffe. Ja. Nee. Wenn ich die Ami-Fahnen hier drauf sehe, dann möchte ich immer das Kotzen bekommen. Sind wir in der richtigen Richtung unterwegs? Jein. Eigentlich nicht, gell? Eigentlich nicht. Oh, was war denn hier? Da sehe ich noch einen Mondstein. Ein
Mondstein hinter sich von selbst auf und sammeln. Liegt ein bisschen mehr rum wie Iridium. Dort dann. Mondbürger, ich wurde erwähnt, hier draußen zu stellen, weit, weit weg von allen anderen, um das Haupttor zur alten Kommunikationsanlage zu überwachen. Eine wichtige Aufgabe, denn ich darf niemanden durchlassen. Es sei denn natürlich, du bist Frischfleisch für den Rekrutierungstest. Ich will rein. Dann beweise, dass du würdig bist, ein Mitglied von Red Belly Scout Bande zu werden. Ausgezeichnet! Dann mal los, Möchtegern Gangmitglied! Ich briefe dich unterwegs! Wir führen einen blutigen Krieg gegen eine rivalisierende Gang, die sich Darksiders nennt! Bahne dir einen blutigen Pfad durch ihre Reihen und klau ihnen die albernen Prismen, die von ihren härtesten Kämpfern getragen werden! Falls du überlebst, kehr hierher zu mir zurück! Sammle Prismen auf, erledige Darksider! Ja, hab ich ganz vergessen! Die Darksider überladen ihre Sprungpads gern! Das gibt extra Schub! Schieß auf die kleine Box an der Seite des Sprungpads, dann kriegst du einen Boost. Was? Wo soll ich jetzt hin? Alles klar. Irgendwie in die Richtung. Also doch über eine Brücke. Dämliches Vieh. Weiter Täter. Was war das jetzt für ein Geballer hier gerade? Bura Bura. Was? Egal was es war, jetzt ist es Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ey, Scheiße, was war das für ein Quatsch? Kryo-Ranke, aha. Eine Frost-Ranke. Also sollte man vermutlich nicht drankommen. Und die Kryo-Ranke. Noch schießen kannst du auch nicht, wie es aussieht.
gleich auseinander. So kommst du niemals in Red Bellies Gang rein, um gefürchtet und verehrt zu werden, so wie ich. Ich erzähle kurz, wie das kam. Es regnete Meteore und ich war dummerweise ohne Schirm unterwegs. Leider wurde ich getroffen. Das hat mich verändert. In ohnmächtigem Zorn korrigierte ich die Grammatik der großer Mondbewohner. Keiner wurde verschont. Der Rest ist Legende. Was erzählt dieses blöde Vieh? Oh, das war Mondstein. Moment mal, wo soll ich denn nur hin? Na doch, in das Gebäude hier rein. Okay, dann gehen wir halt in das Gebäude rein. Was? Du hast jetzt zwei Schnellreiseziele entdeckt. Benutze die in schnell und rasch Ziel, bla bla bla. Okay. Ich hab's ein bisschen eingeparkt hier. Ach, hier. Nee, guck mal, Waffen, ich... wundervolle Waffen. Ach, Waffen, wundervolle Waffen. Nichts, was wir gebrauchen können. Ah. Da weg die Kacke. Da weg. 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 Okay. Stets eine Freude, Geschäfte mit einem Kammerjäger zu machen. Was ist ein Beschild? 208. Ja, du kannst mit dem Rotz nicht mithalten. Ach, Moment mal, was hat denn er noch an Dings hier? Man kann nie zu schwer. Ach nee, da hat er Waffen. Da hat er keine. Keine Dings hier. Ich muss das Musikgedudel ausmachen, die sperren ja sonst am Lauf, oder was ist, die tun am Laufenband hier den Condens-Treffer. Draufhauen, wenn da irgendwas im Hintergrund dudelt. Und ich kenne noch nicht allzu viel Krieger. Ich kenne noch nicht allzu viel Krieger, die mit dem iPod im Ohr in den Krieg ziehen. Ein stinkender Eindringling! Kommt wohl von Red Belly! Tötet ihn! Ich schau dir den Kopf an! Bist du? Ich schick dich auf die dunkle Seite! Scheiß Granate, was ich gekocht hatte. Ey, die zwei sind richtig gut hier. Vorsicht, nur mit meinem Geld.
Scheiße. Weil ich esse fest. Wir die hauen zu hier. So langsam gut hier, Mistvögel. Dingspunkt wieder hier. Gibt's für mich auch ein Handbuch? Skillpunkt. So. Schaden den Wolf verursacht. Ich würde sagen, die nächste Fluchgeschwindigkeit erhöht sich, außer erhöht sich deine Nachlade- und Geschossgeschwindigkeit. Ich würde sagen, das machen wir. Oder was ist das hier? Wenn du einen Gegner hast, erhalten Wolf und verkürze höhere Feuerrate. Ja. Wolf kann Giftbolzen verschießen, die Korrosionsschaden verursachen und Korrosionschance und Korrosionsschaden für Waffen und Granaten verbessern. Aha. Klingt ja hochinteressant. Ich glaube, da mache ich auch mit dem weiter. Nachladegeschwindigkeit, Fluchgeschwindigkeit. Ja, umso schneller sie fliegen, umso besser wäre es natürlich, gell? Wobei, das kann ich später auch nochmal machen. Ja, ich weiß nicht, für was das alles hier ist. Ich muss nur das alles machen. Nein, mir juckt was am Bein. Furchtbar. Was ist denn das hier? Erhöht Dauer und verringert. Ach, das wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? Das müssten wir auch noch machen. Plus zwei was Sekunden oder was? Abklingzeitrate von Wolf und Saint +3%. Wie lang ist denn überhaupt? 40 Sekunden noch. Ja. Na, wir sind ja gerade erstmal Level 8 hier. Ja, damit. So. Ich stehe im Feind. Ich mache viel übrig vom Feind. Steine, irgendein merkwürdiges Schild. Ja, also Mondstein finden wir ja hier haufenweise. Hier schießt schon wieder irgendwer, warte mal, hier wird irgendwas angezeigt. Mit der Richtung hier. Du kommst hier nicht lebend raus! Ohne gestartet!
Ja. Mach ich. Ist eigentlich gar nicht so schlecht mit Wolf und Sehen hier. Ja. So, was hat denn die Kackpratze hier wieder so ein Ding? Ach, kann ich wieder zurück. Genug von diesen Kackbratzen erledigt, oder wie? Erstmal Muni aufsammeln. Ne, da schießt man nochmal nicht drauf. Wir haben noch Mondsteine. So, wo ist mein Auto? Automobilo. Haben wir hier irgendeine Pistole? Hier gibt es noch. So, wo ist mein Auto? Ach, hier unten ist mein Auto. Hier unten drinnen. Hab ich eingeparkt. Er ist beeindruckt, ne? Dann beeindruckt, sei mal beeindruckt. Sichern und laden! Ne, aufsammeln und verkaufen. Ah. Ach, das sind Energiewaffen hier. Das sind Energiewaffen. So sehen die also aus. Ach, das ist der SMG. Ja, ich muss erst mal gucken, wie die Bilder hier aussehen hier. Was hier was ist. Das ist also, zählt also unter Pistole. Sieht aus wie eine Skorpion. Wie eine kleine Maschinenpistole hier. 195. Hau weg. Schild, hau weg. Ja. Die müssten wir mal ausprobieren. Die Pistole fliegt da weg. Dein Geld ist wertlos, wenn du es nicht auf. Die hat 14, die hat 18, die hat 31. Langsame Feuergeschwindigkeit, aber große Entfernung. Na ja, gut, so schießt sie nicht dahin, wo sie hinschießen soll. Kann mal aufheben. Aber ich nehme trotzdem. Ach so, was war mit der hier eigentlich? Ja. Wie hieß die? Arschkicker. Arschkicker hieß sie. Wie bin ich hierher gekommen? Ach. Das ist nur Verarschung hier.
ist der Fuchs. Oh, Scheiße. Und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines anderen Eingangs auf dein Echo. Ich nehme einfach das Tor da. Ich habe an der Steuerung rumgefummelt. Und da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht. Aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag denen einfach das Passwort. Es lautet Arm. Ich warte hier. Ein edler, aber gefährlicher Roboter. Allein, geheimnisvoll, verzweifelt in seinem Wunsch nach Liebe. Tore bewachen macht Spaß! Zum Seitentor rein, okay. Noch gehabt. Ganz offensichtlich. Seitentor zu sein. Ach, das ist ja am Arsch der Heide. Ach du Scheiße. Das ist ja echt am Arsch der Heide. Sieht noch ein Mondstein aus. Ja. Ja, damit. Hat schon verdient. Wenn ich mir verdient habe, will ich noch haben. Könnt ihr fliegen, ihr Arschlöcher, hä? Oh, was ist das hier oben? Süfft mich schon voll mit. Irgendwas süfft mich schon voll. Oh, hier, du bist Sau. Granate. Ey, gib mir Kohle her, ja, schon dient.
Steig mal, ja, ja, genau. So. So halb links irgendwie hier lang, irgendwie hier. Ein Viehster hier. Ich soll jetzt rüberspringen. Oh je. Yeah. Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Betty. Sag du's mir. Das ist kein neuer Rekrut. So viel ist klar. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines. Dem Tee zu kommen. Ja. Yeah. Halt, nein. Ihn in Stücke reißen. Meine ich ja. Du bist schräg. Auf ihn, Jungs. Gar nicht wehgetan. Irgendwas beschießt mich. Von wo? Von da oben. Das ist unhöflich, sowas. Also fertig mit eurer Blödelei hier. So. Wo soll ich jetzt hin? Sind wir jetzt? Ne, wir sind immer noch im dritten Platz. Hier müssen wir her. Ah, alles klar. Laufen ja nicht gerade noch solche Dinge rum. Hier. Laufen ja nicht gerade noch solche Kanister rum. Die lesen sich scheinbar auf, die Kanister mit der Zeit. Sophie, grüße dich. Haufenweise hier die Mondsteine.
aus dem Geschenk kriechen können, müssen wir uns nicht kaufen. So. Es ist ein guter Tag. Was hast denn du hier? 103. Was hat meins? Was hat meins? Ne, meins hat mehr. Moment mal. Meins hat. Ach, 155, oh Gott. Keine Gewährleistung. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. So, was hast du denn? Granatenmutz? 234, klingt nicht schlecht. Was hat meins jetzt? Meins hat zurzeit 213. 770, 1,8. Was war das jetzt hier? Ja. Nichts geht über einen guten Verkauf. 112, ne, da meine mehr. Da haben meine mehr. So, was habe ich für ein Gepäck, was ich wegschmeißen kann? 44, 54, weg damit. Blöde Pistole 28. Granatenmod. Weg damit. Ach, Klassenmod müssen wir noch suchen. Klassenmods. Muss jedes Mal was Gescheites finden. So, was haben wir noch an Platz? Oh ja, geht noch so. Nicht sterben, ich Bru. Ja, du brauchst mein Geld. Ich weiß schon, die Sacke sicht. Dein Geld. Ich weiß schon, dass du meine Kohle haben willst. Ach, was ist denn das? Ach, hier gibt's die Klassenmods. Aha. Feuerrate, Magazingröße. Was habe ich jetzt zurzeit drinne? Nee, Quatsch. Hier. Shotgun Waffengenauigkeit 21%. Shotgun Waffenschaden. Schildkapazität, Magazingröße. Was ist das? Das ist irgendwas anderes hier. Gladiatorin. Das sind hier Verschilde. Na, das gefällt mir doch schon mal. Das ist doch um Längen besser als meins, oder? Wo ist mein Schild? Hier. 208. Na, hallo. Kaufen. Ist mein Vergnügen. Reduziert maximale Gesundheit. Na toll, wer will denn so ein Schild kaufen? Da muss man ja total bescheuert sein, so ein Schild zu kaufen. Was macht denn das Ding? Ach so, macht auch 61. Na gut, drauf geschissen. Das ist jetzt noch ganz schön weit runter. Ja gut, vorerst können wir es trotzdem mal nehmen. Reduziert Schaden von Explosionen. Ja. Ja, das mit der maximalen Gesundheit minus 61. Was hat das hier? 81, das ist noch schlimmer. Das gefällt mir natürlich irgendwie gerade gar nicht, gell, muss ich sagen. Das habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Und wie geht's dir, Sophie? Alles im Grün. Da wären wir bei 104, ne, 114. Ich behalte es mal im Inventar, ich werde es mal noch nicht benutzen. Vielleicht ein bisschen später. Denn ehrlich gesagt gefällt mir das nicht so richtig mit diesen minus 61 Gesundheit. Wir benutzen sowas. Komm einmal zu. War ein Fehlkauf. Okay. Crisis Score.
So, Munition müsste ja voll sein eigentlich. Da könnten ja auch Mondsteine drin liegen. Sehr viel Technik. So, was soll man überhaupt jetzt sehen? Hier rechts rüber, wo geht denn da hin? Alles klar. Vorsicht, keine Atmosphäre. XP ist die Jungs. Quai-Ranke. Da werden wir mal ausweichen. Ich hab gesagt, da werde ich mal ausweichen. Du latschst denn da nein, du Vollhonk. Da haben wir noch Kohle, die habe ich verdient. Geh bloß weg, du blödes Ding. Ich will nicht mit dir spielen. Oh, da scheint nicht viel Sauerstoffpunkte zu geben. Peapod. Pisseimer auf gut Deutsch gesagt, gell? Merkwürdiges Schild. Was bist du hier? Was auch immer, Granaten mit wie es aussieht. So, wann ist der Kunde hier oben? Ist der da? Pisspot. Pisspot. Wer hat meine Brieftasche geklaut? Was? Hör mal, ich hätte einen Job für dich, wenn du willst. Tja, mein liebster Mensch auf der ganzen Welt ist verschwunden. Du müsstest mir helfen, ihn zu suchen. Ich glaube, es war ein Er. Außer es war eine Sie. Nein, ganz bestimmt ein Er. Ich komme aber nicht auf den Namen. Ich habe sie den lustigen Wandersmann genannt. Er war immer so ein heiterer Kerl. Hatte für jeden ein Lächeln und einen Song. Er war ein furchtbarer Sänger.
Mir haben die Ohren geblutet. Sie ist immer auf dem Mond rumgezogen und wenn sie wiederkam, hat sie von irgendwelchem verrückten Zeug geschwärmt. Ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde. Wenn du sie suchen könntest, er schuldet mir einen Drink. Jolly Swagman. Der sich alles gelabert hat, ist mal erstickt da draußen. Scheiße. Oh, scheiße. Falsche Taste. Falsche Taste, auch nicht passiert. War doch hier. Vorsicht, Eintritt ins Vakuum. Ah, da ist sie ja. Sieht aus, als würde er schlafen. Meinst du, er schläft? Nein. Schau mal nach, ob er eine Nachricht hinterlassen hat. Durchsuch ihre Taschen. Na toll. Sie hat ein Echo hinterlassen. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr über diese traurige Geschichte. Oh, was habe ich alles gesehen? Ich bin umhergezogen bis zur Virago-Wüste. Ich habe ein riesiges Wasserloch gesehen, aus dem ein hellviolettes Licht herausschoss. Und ich habe die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes gehört, die aus seinen Tiefen hervordrangen. Ich kampierte dort und sang und sah zu, wie mein Teewasser kochte. Da sprang ein Schafsbock hervor. Ich schnappte ihn freudig und steckte ihn in meinen Proviantbeutel. Aber dann kehrte ich aus den fernen Landen zurück und habe ihn verloren. Nicht weit von hier. Verdammte Kragans griffen mich an. Such ihn, Peapod. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Sieh auf dein Echo. Ich bin am Ende. Ich schätze, ich sterbe jetzt. Jetzt ist er nicht mehr so lustig, was? Hört sich an, als hätte er einen Mondstich, der arme Sack. Er wusste nicht mehr, was er redet. Er hat beim tagelangen Rumirren den Verstand verloren. Ich habe noch nie von einem hellvioletten Wasserloch gehört. Und erst recht nichts von einem Schafsbock. Traurig, dass er so endet, wo er mir doch einen Drink schuldet. Ich schätze, sie kommt drüber weg. Ich frage mich, wo der Proviantbeutel steckt. Schau dich mal um, ob du ihn siehst. Schafsbock! Da drüben. Na, wie komme ich denn da rüber? Gute Frage. Ich muss auf ihn hier rüberkommen. Irre. Er hätte niemals bis zur Virago-Wüste gehen sollen. Von da kommt keiner zurück, ohne dass ihm ein paar Scheiben Brot im Toaster fehlen. Würde ich nie hingehen. Ich schätze mal, ich brauche ein Auto, hä? Um hier rüber zu jumpen. Selbst wenn ich es bis hierher schaffe, wie komme ich denn hier rauf? Warte mal, ich versuche es mal andersrum hier. Hier gibt es wenig Sauerstoffdinger, habe ich festgestellt. Das klingt irgendwie wie Bänder. Da könnte. Ist das aufgefallen? Dass da irgendwie wie Bänder klingt.
Ja, von Futurama. Wenn der Sprung ist, wird hier sich Otto. Wir grillen mich ja diese komischen Ranken hier, wenn ich hier rangehe. Da dachte ich mir doch, die machen mich langsam. Ey, diese scheiß Frostdinger hier, hör mal auf hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen, jetzt. Ach, hör mal, Sauerstoffteil. Scheinbar soll ich versuchen, hier rüber zu springen. Na gut. Schon was von Geronimo gehört. Oh Scheiße. Und jetzt? Ah, ich komme wieder hoch. Alles klar. Ist hier lang irgendwie? Nee. Ja, da komme ich aber, das bringt mir ja nichts, wenn ich da drüben bin. Selbst wenn ich jetzt. Warte mal, ich gehe mal da rauf. Was ist denn das hier eigentlich für eine Suppe? Oh, Scheiße, was war das jetzt? Doppelt gefrostet, na toll. Mann, ich bin doch hier nicht Frosty, sondern Schneemann. Ach echt? Da ist nie dahinter gekommen. Gibt's hier irgendwo ein Autoverleih? Naja, toll. Wie komme ich jetzt hier auf das Ding drauf und da kann ich dann rüberspringen? Ich weiß nicht, wie dieser OS2, ich muss mal nachgucken. Dieser OS2 Boost. Ich habe das vorhin, das kam diesmal ganz kurz, haben sie es mal erwähnt. Geh weg hier. Welche Taste für den OS2 Boost? O2 Boost. Boost. Oxygen Kit. Nee. Ich dachte, das wäre irgendwie so, dass man noch höher springen kann oder weiter oder so. Dass man quasi hier den Sauerstoff ablässt. Nee. Da steht nichts da. Warte mal, ich guck mal in die Tastaturbelegung rein, ob da irgendwas steht. Optionen, Tastaturzuweisung. So, Hube, Platztausch für Space, nee, Sprung, ja. Maus, vorherige Waffe, nee, scheinbar gibt es sowas gar nicht. Fahrzeugboost, ja, F. Beziehungsweise Skill. Nee. Da haben die scheinbar was anderes gemeint mit OS2 Boost vorhin. Ja, okay. Nee, sieht nicht so aus. Also zumindest habe ich keine Taste dafür hier zugewiesen. So, jetzt weiß ich. Aber immer noch nicht, wie ich dann. Ey, das röstet mich sogar, wenn ich bloß drüber laufe. Nicht mal drüber springe.
okay, das ist da hin. Gut, ich schraube mal hier rüber. Ich springe mal in die Richtung hier. Also eine scheiß Idee. Ich habe gedacht, man kann doch irgendwie eine Taste drücken und fliegt dann weiter. Oh, scheiße. Oh, doch, es geht. Wer wohnt denn hier? Da ist der. Das ist der Proviantbeutel. Schieß, schieß, töte die Krakens. Ey, du bist ein Fisch, lass mich in Ruhe. Ey, du blödes Vieh. Hey, die blöden Viecher waren immer mehr. Auf zu leben hier, das ist ja nervig. Oh, die Dingsbuff haben wir gefunden. Und wie? Wie bitteschön soll ich dann überkommen wieder? Hier lang, hä? Bring die Proviantasche zu Pipo zurück. Ey, das wurden auf immer mehr von den Viechern. Komm, Pissbot. Wer bist du? Egal. Das hier habe ich gerade gefunden. Mein liebster Mensch auf der ganzen Welt hat ihn mir geschickt. Es ist ihr Proviantbeutel. Sie sagt, da ist ein Schafsbock drin. Sowas gibt's doch gar nicht. Oh, oh, das ist ein Schafsbock. Es gibt sie wirklich. Ich glaube, der hält mich für seine Mutter. Der Idiot. Ich sehe ihm kein bisschen ähnlich. Ob das bedeutet, dass es irgendwo da draußen auch tatsächlich ein Wasserloch gibt? Ein riesiges Wasserloch, aus dem ein hellviolettes Licht hervorschießt und aus dessen Tiefen die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes dringen? Nee, aber danke für die Hilfe. Außer, es gibt ein riesiges violettes Wasserloch, aus dem Licht schießt. Meinst du, der Kleine will was trinken? So. Findet die Signalquelle. Ja, das hat mich aber jetzt nicht weitergebracht, gell? Ach, scheiße, schon wieder diese scheiß Dinger. Das hat mich aber jetzt dingsmäßig nicht gerade weitergebracht. Wie komme ich hier rüber? Das Problem ist nicht, wie komme ich rüber, wie komme ich hier rauf? Vorsicht, Sauerstoffniveau auf 50%, Tendenz fallend. Das sind
diese 74%, kannst du nicht gucken, oder was blödes Teil. Was hat er denn? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich hier rüberkommen soll. Von wo aus? Ich komme doch hier nirgendwo hoch, oder? Nee. Nee, ist alles viel zu hoch. Nein, 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 nein. Springen wir nicht hier rein. Nee, zu hoch. Ach Gott. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfordert. Ich schaffe es nicht, hier rüber zu springen. Das ist zu weit. Hier hoch zu springen. Also von hier nach dort würde ich gehen. Wo geht es noch weiter irgendwie rauf? Warte mal, wo geht es denn hier hin? Komme ich vielleicht noch weiter rauf hier irgendwie? Ne, bin ich nicht schon hier gekommen? Ne, hier geht es nur ins Nichts. Wie komme ich hier rüber? Ja, ich mach's, wie ich es vorhin schon gemacht habe. Ich gucke im Internet nach, das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt... Eine neue Richtung. Eine neue Richtung. Ach, das geht ja 21 Minuten, würde ich verarschen. Okay. So, gucken wir mal im Internet nach, wie das funktionieren soll. Hoffentlich vergesse ich nicht wieder umzuschalten. So, was denn jetzt? Ist da hier beim Pissbot? Ne, das. Ja, knallt auch welche Viecher ab. Komm. So, okay. Er kommt jetzt auch von hier oben. So. Und er springt. Und hat es geschafft. Das glaube ich doch jetzt nicht, oder? Ich habe es doch auch versucht und habe es nicht geschafft. Halt umstellen. Moment. Der ist hier einfach runtergerammelt und ist gesprungen. Und hat es auf Anhieb geschafft.
und ich falle am Anhieb in die Brühe hinein. Ich sage mal, wieso schafft er das und ich schaff's nicht? Hier ist die Spitze. Gut. Wie hat er das geschafft, sag mal? Bin ich denn jetzt? Ach, ich kann schon nochmal langlatschen. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also, das war doch jetzt, hä? Der schafft das mit auf Anhieb. Hat er das geschafft? Runter hat Sauerstoff aufgeladen. Da ist nicht mal Probe bis vor zur Spitze. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Da ist nicht mal bis vor zur Spitze gerammelt. Da ist sogar ein bisschen seitlich davon weggesprungen. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Der ist nicht mal bis vor zur Spitze gelaufen wie ich, sondern ist quasi vorher schon abgesprungen. Oh Scheiße. Keine Ahnung, wie ich hier rüberkommen soll. Habe ich irgendwas, was mich weniger weit springen lässt oder irgend sowas? Oder hat der irgendwas, was ihn weiter springen lässt? Scheiße. Die wollen mich doch wohl verarschen, sowas. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das wieder für eine Scheiße sein? Kann ich das Spiel beenden, weil ich jetzt hier nicht rüberkomme oder was?
völlig unerklärlich, wie das funktionieren soll. Ich guck nochmal nach. Das gibt's gar nicht. Ich habe jetzt keine Lust zu gucken, wie du auch mich das Viehzeug abknallst. Jetzt knallt er hier weiter. So. Also guckt euch das an, ich zeige euch das hier. Dass ihr das auch seht. Da rennt jetzt hier lang. Da macht er nichts anderes wie ich. Nimmt nicht mal richtig an, da nimmt nicht mal Anlauf. Ja. Was ist denn das für eine scheiß Komplettlösung? Klippe, was? Blöd. Okay, gucken wir mal nach, wo der hier, wie der das macht. Nee, wo ist denn das? Mal, wenn er nicht mehr drauf und zu spielen, das interessiert mich jetzt ein Scheißdreck.
jetzt, wie du da rüberkommst. Ach, da ist ja noch weit weg. Wo ist denn der hier? Also muss man annähernd in der Richtung. Hier. Jetzt kommt er langsam in die Richtung. Das war ein Arschloch. Das hat er wieder, da ist das nicht mal annähernd in der Richtung gewesen. Na hier. Tut mir leid, Leute. Aber irgendwie, ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Er hat auch noch nicht mal eine annähernd in der Richtung. Wo der Sprung ist. Mir ein totales Rätsel, wie der das geschafft hat. Gibt es da irgendeinen Perk oder irgendwas? Der rennt hier runter. Der rennt nicht mal. Der läuft einfach nur dorthin und dann springt er los und landet da so ganz nebenbei auf dem Ding. Bup. Ich renne und vielleicht sollte ich nicht rennen, ha? Ach scheiße, warte mal. Vielleicht sollte ich nicht rennen. Vielleicht sollte ich auch aus dem Stand springen. Gibt's doch gar nicht. Mal gerannt, der ist einfach nur vorgelaufen und abgesprungen. Gibt es da irgendeinen Perk oder was? Dass man weiter springen kann? Da läuft hier vor und springt los und ich lande in der Scheiße. Uah. Moment mal, ich habe gerade was gesehen. Moment mal, ich habe gerade was gesehen. Wenn ich am Springen bin. Oh, ich glaube, ich hab's. Wenn ich am Springen bin und nochmal auf Springen drücke. Alles klar. Kann ich weiter springen. Ach, das muss einfach gesagt werden, wenn man nochmal auf die Dings-Taste drückt, nochmal auf die Spring-Taste drückt, kann man weiter springen. Ah, na, das muss einfach einer sagen. Ja, ja, mach mal an hier. Ah, das ist mir schon mal irgendwie aufgefallen. Das ist das, wo ich das Gefühl hatte, da stehen doch welche.
dass ich das Gefühl hatte. Ey, wer rüstet mich hier, welche Tricks da? Kammerjäger hat coole Moves drauf. Nein, stimmt nicht. Alles in heiße Luft. Zu unserem Elite-Checkback sagen, Jungs. Lass dich schon endlich killen! Selbst nichts, du Arschloch. So, was wollten wir jetzt machen? Ja. Waffenschaden, Magazingröße für alle Laserwaffen, das ist wichtig. Hier, Vollfähigkeit, Wolf kann Giftbolzen verschießen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Was, du schießt ja schon wieder auf mich.
Sollte ich das mal lassen, ihr Mistvögel? Das ist ja nicht daheim. So. Hier drüben noch einen. Ach, da ist er. Arschloch. Wie er noch drei Kreise gedreht hat. Schön. Badass sein. Oh, Kacke, du bist nicht hin. Das sieht so nach wahr aus. Ja, okay. Dollarmaschine da drüben. Da gehen wir mal rein. Eine Waffenkiste gefunden. Oder? Die haben wir schon. Na gut, ich bin schon mal mit. Okay, ich vermute mal hier rauf. Ach hier, die Dinger sind cool. Die Dinger sind cool hier. Habe ich schon in ein Video gesehen, wo ich hier was nachgeguckt habe. Wie gesagt, ich spiele hier komplett blind, Leute. Aber ab und zu muss man ja im Video nachgucken, dann irrt man ja zwei Stunden lang hier durch die Pampa. Auf dem Baum. K-I-S-S. Nee, das ist total falsch. Was machst du denn, Belly? Nichts. Ich singe. Ab und zu muss man im Stream mal nachgucken, wie es weitergeht, wenn es einfach nicht weitergeht. Bevor man hier eine Stunde rumhört. Und da habe ich gesehen, dass die hier solche Dinger hier gefahren haben. Das sah interessant aus. Erinnert mich ein bisschen an Matrix. Da haben sie auch diese komischen Pads hier. Wo irgendwie. Moment mal, doch hier lang. Ach nee, Moment, hier lang. Ah, hier lang. Lohnt sich nicht.
weil ich im Moment auch gar nicht weiß, wie viel Blatt ich überhaupt noch habe. So. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt noch? Ja. Zwei. Oh, schlucken. Was da gerade passiert ist, da ist gerade, den hat es gerade vereist, irgendeinem Gründe. Es gefällt mir nicht, dass die Dinger immer so aufploppen. Schnauze. Fliegt das Zeug hier Kilometer weit hoch, gell? Kann ich überhaupt nicht leiden. Sehend haben sie hier das Gewicht gegrillt, haben die Fische eingesäuert. Haben sie so. Was habe ich denn jetzt hier für Zeug eigentlich aufgenommen? Ey, bleib hier, ich habe dich bezahlt. Nicht bezahlt, ich habe dich gewonnen. Ey, kann ja nicht mal irgendwo scheiß Waffenladen sein. Ach, hier drinnen, alles klar. Geht mir ja nicht auf die Nüsse, leider. So, was hab ich denn jetzt eigentlich hier? Hallo, ich mache, dass du atmest weiter, ja? Oh, Gesundheitsregeneration plus 1,2. Aha. Was hast denn du hier? Ach nee, warte mal, ich will erstmal verkaufen hier. Auch welchen Mist verkaufen hier. Was habe ich denn hier? 45. 9 Schuss. Was hat mein jetziges? 54.
13 Schuss. Was ist denn das? Weg die Scheiße hier. Ein grünes. Genauigkeit, Ladegeschwindigkeit und Feuerrate bei 4. Schockschaden. Wo ist es denn hier? Ein bisschen schneller Ladegeschwindigkeit und Feuerrate ist höher bei dem anderen. Hm. Okay, können wir mal im Inventar behalten. So, das kann auf jeden Fall weg. Das kann weg. Was ist das? Ach Quatsch. Das kann weg. Ein grünes Schild. Da ist jetzt vor eins drin. Ein weißes. Hoch Level 7. Ja. Das hat 208 auf Level 7 und das hat 100, was? Das hat 159 auf Level 7. Also das ist scheiße. So. Was ist das hier von Kack? Ach, wieder mal eine Laserwaffe. Ja. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Explodiert beim Nachladen. Das kann ich ja nur gar nicht leiden. So, was hast du denn hier? Oh, 246, aber maximal Gesundheit wieder runter. 183 Spike-Schaden? Ah, na sowas liebe ich doch. Hat zwar ein bisschen weniger wie meins, aber macht Spike-Schaden. Ich liebe Spike-Schaden. Hier auch Spike-Schaden. Und ich hatte 130 Spike-Schaden, das plus, Quatsch, das plus 75. Ist auch bei weitem kleiner. Oh, was haben wir hier? Ja, das sieht doch ganz gut aus. 210. Und Spike-Schaden 83. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie das auf. Ich kauf das mal. Und kauf das mal. Ja, ja, bla bla bla. So. Da fliegt auf jeden Fall das raus. Das hat zwar 347, aber wie gesagt, 61 Gesundheit weniger. Was ja etwas unangenehm ist. So. Mein jetziges hat 208. Das hat 210, aber Spike-Schaden. Also fliegt das auf jeden Fall raus. Das andere muss ich mir erst noch mal angucken. Nicht sterben! Naja, ich sterbe schon nicht, keine Angst. Das ist auf Level 8, dann muss ich mal gucken, wie das auf Level 9 ist. Dann auf Level 9 ist. Was hab ich hier? Level 7? Was zeigt er mir an? Level 7? Hä? Ach so. Ne, was ist denn das jetzt? Da hat mir jetzt Level 7 angezeigt hier. Auch hier das zeige ich. Okay. Gut für Geschäft. Nichts Gutes gefunden? Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was hat mein Granatenmod jetzt? 2. Achso, ich habe ja noch 2 Granatenmods übrig. 2,34 macht Explosionsschaden.
Das fliegt erstmal raus. So, 194 auf Level 6. Oh. Müsste ich mal ausprobieren, wie das ist. Auch das Klassenmod wollte ich wechseln. Ich bin sicher, dass wir das schon. Das Klassenmod wollte ich wechseln. Jetzt passt mal hier. Hat halt Gesundheitsregeneration, gell? Da gibt es sicherlich noch besseres, aber das wollten wir mal ausprobieren hier. Anstelle dem hier. Bald wiederholen werden. Oh. Alles klar. Ich knatter so. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Nichts geht über einen guten Verkauf. Ach, was ist hier noch? 113? Ja, dann ist das meins besser. Was? 51 was? Ach so, 51 Feuerschaden pro Sekunde. Möge es dir helfen, viele. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich ermorden. Ich weiß schon, dass du mich ermorden lässt. So, immer nimm mal diese Entscheidungen. Ja. Okay. Gerade wieder irgendwie aus dem Hals rum. Furchtbar. Oh, ich sehe gerade, ich muss Cut machen. Leute, ich mache erstmal einen Cut, stopfe ein paar Zigaretten und dann bin ich gleich wieder da in 3-4 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und sag an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Schadan.